What's up, liebe YouTube-Freunde, ein weiteres Unboxing-Video. Und zwar, ich hatte ja gestern Geburtstag, ne? Und jo, ich hab's nicht aufgemacht, ich weiß ja, was drinnen ist. Ich hab's mir halt schenken lassen, aber eigentlich hab ich es selber bestellt und hab bis heute gewartet, da ich gestern keine Zeit gehabt habe, dass ich das jetzt mit euch öffnet. Und jo, somit machen wir ein kleines, schnelles Unboxing, würde ich sagen. Ich habe da wieder mein super tolles Messer. Und dann legen wir auch schon los. Das, was da ist, das geht euch jetzt soweit nichts an. Ne? Das löse ich da nicht vor. Ne? Das ist dann so privat. Aber da können wir das. Eigentlich ist das schade, wenn ich das zerschneide. Ist mir aber auch egal. Wir machen das da auf. Machen wir die Schleife da weg. Genau. Und jo, dann schauen wir da rein. Ich werde da nicht sehr vorsichtig sein mit der Verpackung. Das ist ja interessant. Okay, einfach aufreißen. Bam, sehr gut. Und dann sehen wir schon, von wo ich bestellt habe, Leute, nämlich von EMP. Und ich bin schon gespannt, wie das ausschaut. Denn das ist das erste Mal, dass ich mir das bestellt habe, was da drinnen ist. Und ja, was da drinnen ist, ja gut, das wisst ihr ja schon von der Videobeschreibung her im Endeffekt. Ne? Aber in real life, wenn ich es mal sehe, freue ich mich schon drauf. Machen wir das überall auf, Leute. Gut. Ja, und ich sehe sie schon. Nur, jetzt müssen wir da ein bisschen schauen, dass ihr das noch nicht gleich seht. Gut, was haben wir da? Wir haben, ja, braucht kein Mensch. Ne? Und dann haben wir einen Sticker, Leute. Yeah, EMP-Sticker. Ne? Und eine wunderschöne Rechnung, die brauche ich eigentlich nicht so an. Sehr schön, brauchen wir auch nicht. Okay, dann, bevor wir zum richtigen Zeug kommen, muss ich da jetzt ein Verstecken noch. Haben wir denn da drinnen einen EMP-Katalog, in den werde ich ein bisschen blättern, denn es wird wahrscheinlich sein, dass ich öfters so ein Unboxing über das mache. Beziehungsweise natürlich auch die anderen Sachen, wie wir schon gesagt haben. Gut, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit diesem, damit ihr es einmal seht, was denn da überhaupt ist, nämlich Funko Pop Figuren, Leute. Funko Pop Breaking Bad Figur. Denn, jetzt komme ich da wieder zu euch. Das ist Breaking Bad. Ist er nicht cool, der Heisenberg. Der Heisenberg. Denn ich habe mir gedacht, ich brauche mal wieder ein bisschen so eine Sammlung. Ne? Und die Funko Pop Figuren, die haben wir recht taugt. So ein bisschen eine Nerd-Sammlung wieder zu Hause. Und ja, mit denen werde ich da jetzt anfangen. Die werde ich nur halt nicht auspacken. Das haben wir dann wirklich so schön eingepackt. Und sobald ich vom Urlaub wieder in meinem Wohnsitz bin, werden wir wieder in meinem Hauptwohnsitz bin, werde ich halbwegs umräumen. Und das Zeug da aufbauen. Ja, Breaking Bad. Es gibt da einige weitere Figuren von der ganzen Serie, was ja eigentlich ganz, ganz geil ist. Ich werde da sammeln, Walter White, ne, Jesse Pinkman, ja, ist ganz geil. Ist ganz geil, Leute. Okay, dann gehen wir weiter. Die nächste Figur aus, was haben wir denn da nur herinnen? Wir haben die Funko Pop Figur von Texas Chainsaw Massacre. Schaut der nicht auch cool aus? Also der ist doch auch extrem geil, finde ich, das Leatherface. Leatherface, ne? Okay. Was haben wir da hinten? Soweit steht da nicht, dass da irgendwo noch weitere gibt. Kann ich euch von der Seite auch noch sagen, wie der dann noch so ausschauen sollte, ne? Ah, ja, ganz cool. Auch ganz geil, Leute. Ah, dann nehmen wir die da mal auf die Seite. Sehst du mir die da noch im Video, wenn ich die da hab? Moment. Okay, das tun wir da ein wenig weg. Was haben wir noch? Dann haben wir aus
Alice im Wunderland, die Grinsekatze, Leute, die hat mir auch recht gefallen, wie ich die im Internet gesehen habe. Aber auf die muss ich auch sofort bestellen. Da sieht man wieder, es gibt nur die Alice, den verrückten Hutmacher. Was haben wir denn nur? Die Grinsekatze haben wir. Und die Herzkönigin, die es natürlich auch noch gibt, ne, von Alice im Wunderland. Ah, cool. Wirklich. Da wird das Kind in mir wieder erweckt, ne? Coole Sache. Okay, zwei Figuren haben wir noch. Bleib stehen. Irgendwie so. Okay, hilft nicht. Sagen wir jetzt nicht. Wir haben noch eines meiner Lieblingshorrorfilme von früher, nämlich Chucky, die Mörderpuppe. Ja, der musste auch unbedingt sein. Gehört zu einem von meinen Lieblingshorrorfilmen, was früher einfach war. Ne, heutzutage, weiß ich nicht, sind die Horrorfilme nicht mehr ganz so geil, wie es früher einfach gewesen sind, wenn wir da ins Kino gegangen sind. Ne, da war ganz ein geiles Bild hinten. Der Chucky. Ja, sehr, sehr geil. Aber schaut so aus, es gibt da eben nur die eine Figur. Bride of Chucky. Naja, es gibt anscheinend ein bisschen mehrere Versionen. Okay Leute, und einen Funko Pop haben wir noch. Und das ist zu guter Letzt, nachdem ich ja spiele auch und Let's Play, ja, zumindest die Telltale-Serie, haben wir noch einen Joker von Batman. Der Joker, auch ganz cool finde ich. Und vom Joker, da werden wir noch mehrere sehen. Da kommt nämlich ein extrem geiler Funko Pop, ich glaube, entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, ich glaube Anfang nächsten Jahres, da kommt eine echt coole Varianten vom Joker. Und sobald der heraus ist, werde ich mir den auch zulegen. Was haben wir da noch? Wir haben hinten nur drauf natürlich auch den Batman, den was man zum Beispiel auf meinem YouTube-Banner sieht. Da dürfen die, glaube ich, den drauf haben. Dann den Joker, die Harley Quinn, okay, Killer Croc und die Poison Ivy. Jo! Sehr schön, auch nochmal von der Seite, das Bild. Jo Leute, sehr toll. Meine Funko Pops und wie gesagt, solche Unboxing wird es wohl dann wirklich öfters geben in nächster Zeit. Denn das wären so meine Sammelfiguren. Und ja, ihr wisst, wenn es euch gefallen hat und ist generell mehr Unboxing sehen wollt, dann bewerten, kommentieren, abonnieren, würde mich sehr freuen. Und somit lasse ich euch schon in Ruhe und wünsche euch nur einen wunderschönen Tag. Tschüss.